Zuschauer, ich begrüße nun hier im Studio weitere Gäste, die wir schon in den Filmen eben gesehen haben. Zunächst Monsieur François Payusseau. Herr Payusseau, Sie sind der Arbeitssuchende mit dem exakten preußischen Generalstabsplan. Wir kommen gleich darauf zurück. Und dann Madame Marie-Danielle Pierlet. Frau Pierlet ist Leiterin einer Art Sonderschule im Norden von Paris und hat jetzt in einer Kommission mitgearbeitet, die eine große Umfrage unter französischen Jugendlichen veranstaltet hat. Mit beträchtlichem Echo. Können Sie uns sagen, worum ging es in dieser Untersuchung und vor allen Dingen, welche Rolle spielte unser Thema, die Arbeitswelt, für die jungen Franzosen, die Sie befragt haben? Diese Befragung hat stattgefunden im Anschluss an die sehr starke Unzufriedenheit in der französischen Jugend im Frühjahr. Der Premierminister Balladur hatte eine nationale Befragung versprochen. Während des Sommers ist gemacht worden, die Jugendlichen haben zum Teil einen Fragebogen erhalten, der ihnen nach Hause geschickt worden ist. Und sie sind auch noch anders angesprochen worden. Es sind zahlreiche Sitzungen in ganz Frankreich im Laufe des Sommers veranstaltet worden. Und viele Jugendliche haben übrigens auch ganz spontan sich schriftlich beteiligt. Wir haben 1.500.000 Antworten bekommen. Das ist eine Antwortquote, die Veranstalter nicht erwartet hatten. Das Thema Arbeit war natürlich im Zentrum des Anliegens all dieser Jugendlichen. Die Umfrage richtete sich an die Jugendlichen zwischen 15 und 20 und wir haben festgestellt, dass die verschiedenen jugendlichen Kategorien, die geantwortet hatten, sich unterschieden in ihrer Einstellung zur Arbeitswelt und auch unterschiedliche Ängste hatten. Aber insgesamt sind die Befürchtungen und ist die Angst sehr, sehr groß in der französischen Gesellschaft, vielleicht stärker noch als in der deutschen. Wir haben 6 jugendlichen Profile ausfindig machen können. Einige sind noch in der Familie, in der Schule, glauben sich noch geschützt. Andere sind bereits 22 bis 25 Jahre alt, sind bereits im Arbeitsleben, sind also mehr betroffen. Aber im Grunde haben alle Angst und einige fühlen sich bereits heute definitiv ausgeschlossen. Also ich habe die Ergebnisse Ihrer Untersuchung auch studiert und hatte eigentlich den Eindruck, die Hoffnung überwiegt doch deutlich die Hoffnungslosigkeit. Ich weiß nicht, ob man von Hoffnung sprechen kann. Optimistisch sind Sie in jedem Fall. Sie haben ganz bewusst den Willen, positiv eingestellt zu bleiben, Ihrer Familie gegenüber, auch der Schule gegenüber. Nicht der Schule als Ausbildungsstätte, sondern der Schule als Lebensort, als Ort für gelebte Solidarität mit anderen Jugendlichen. Das ist sehr charakteristisch. Und dann auch der Wille der Jugendlichen, sich zu engagieren, mitzumachen bei humanitären Anliegen, beim Kampf gegen Ausgrenzung. Das ist ganz klar herausgekommen und das ist natürlich sehr ermutigend. Sehen Sie aber auch, dass für uns Älteren eine große Verpflichtung eben aus diesem Optimismus der Jungen resultiert? Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Wir dürfen enttäuschen. Sie haben recht. Die Erwachsenen haben wesentlich Investitionen der Jugend, der Arbeitswelt und in die Gesellschaft anbelangt. Ich denke, dass unsere Verantwortung zweierlei ist. Zum einen haben wir die Aufgabe, den Jugendlichen die notwendigen Instrumente an die Hand zu geben, um in die Arbeitswelt einbringen zu können, bessere Ausbildung. Und dann müssen wir aber auch mitmachen. Wir müssen mehr zum Teilen bereit sein. Die Erwachsenen müssen den Jugendlichen Platz machen, müssen bereit sein, auch Macht zu teilen, Entscheidungsfindung teilen. Sonst werden die Jugendlichen enttäuscht sein. Und es natürlich zu heftigen Reaktionen kommen. Wo sind Sie denn jetzt auf Ihrem großen, exakten Plan? Wie ist es weitergegangen? Les choses ont avancé. Ja, die Dinge sind weitergegangen. Aber immer nicht nach einem Arbeitsplatz, sondern suchen nach einer Firma, die man übernehmen kann, gibt es immer alle möglichen Gründe, aus denen etwas schiefgehen kann. Und seit wir uns bei dem Aufmarsch am 14. Juli sahen, stand ich in Verhandlungen mit einem sehr schönen Unternehmen, das wollte ich übernehmen, mit finanzieller Unterstützung von Banken. Und das war eine Ganzzeitbeschäftigung, praktisch 3 Monate lang. Und 2 Tage vor der Unterzeichnung hat der Verkäufer einen Rückzieher gemacht und es klappte nicht. Ja, ich bin weiterhin sehr optimistisch. Ich muss Ihnen auch sagen, als wir den Film gesehen haben, den unsere Kollegin Sophie Rosenzweig mit Ihnen gemacht hat, als wir den gesehen haben, mein erster Gedanke war, als ich Ihren großen Plan sah mit den vielen Farben und Kästchen, da zappelt eine Fliege im Spinnennetz. Naja, voll und ganz. Nur Fliegen können manchmal den Eindruck erwecken, als seien sie gefallen und dann gehen sie doch durch die Maschen durch und kommen raus. Ich glaube ganz entschieden, dass eines Tages
die Fliege aus dem Netz rauskommt und dass wir es schaffen werden. Ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall allen nur empfehlen kann. Ganz egal, was man vorhat, ganz egal aus welcher Stufe. Das ist eine Position, in der man alle möglichen Leute ansprechen muss. Kontakte stärken, Kontakte bereichern. Man muss mit vielen Menschen zusammenkommen, sei es auch nur, um in seinem Vorgehen bestärkt zu werden. Liebe Zuschauer, wir haben eben schon den Jesuitenpater Professor Hengsbach in unserer ersten kleinen Gesprächsrunde gesehen. Wir haben ihn in seinem zweiten Statement auch gefragt, was er denn nun für heute und für morgen an Möglichkeiten sieht, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Eine offensive Beschäftigungspolitik sieht meiner Meinung nach so aus, dass verschiedene Weichenstellungen gesetzt werden. Das erste, wir müssen neue Märkte erschließen, indem neue Produkte und neue Produktionsverfahren entwickelt werden. Vor allen Dingen die ökologische Umsteuerung ist jetzt nicht mehr weiter hinauszuschieben. Wir müssen neue Produkte und neue Verfahren entwickeln, die unsere Wirtschaftsform auf die ganze Welt übertragbar werden lassen und auch für kommende Generationen noch eine Möglichkeit der Entwicklung bieten. Da müssen politische Signale gesetzt werden, an die die Unternehmer sich halten. Denn sie brauchen verlässliche Erwartungen, in welche Richtung die gesellschaftlichen Vorentscheidungen für die Wirtschaft fallen. Das Zweite, die steigende Produktivität müssen wir beantworten durch eine kollektive Arbeitszeitverkürzung. Wir können nämlich die Lebensqualität sowohl steigern, indem wir mehr Güter und Dienste in Anspruch nehmen, als auch dadurch, dass wir für die gleichen Güter und Dienste weniger Arbeit aufwenden. Das heißt also, diese kollektive Arbeitszeitkürzung kann unseren Lebensstandard erhöhen. Gleichzeitig verbunden mit dieser kollektiven Arbeitszeitverkürzung ist die individuell flexible Gestaltung der Arbeitszeit. Wir brauchen auch die Arbeitszeitverkürzung, um die gesellschaftliche Arbeit neu zu verteilen. Zum Beispiel den Anteil der Familienarbeit, den Anteil an der Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen müssen wir neu organisieren. Und schließlich von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft. Das ist der Weg, dass also in Zukunft personenbezogene Dienstleistungen eine viel größere Rolle spielen. Das heißt zunächst einmal industrienahe Dienstleistungen fördern oder im tertiären Sektor die Entwicklung weiterzutreiben, aber darüber hinaus dann auch im karitativen Bereich, im medizinischen Bereich, im pädagogischen Bereich und sogar in der sportlichen Betätigung und in der musischen Betätigung, also im kulturellen Bereich, neue Arbeitsplätze schaffen, die dann zunächst einmal entsprechend subventioniert werden, aber dann auf die Dauer einen privaten, wechselseitig organisierten Kreislauf der Wirtschaft in Gang bringen. Wer möchte auf welchen Punkt reagieren? Frau Hegner vielleicht zuerst? Also mich würde besonders interessieren, der Punkt mit der Flexibilisierung der Arbeitszeit, weil ich auch glaube, dass das eine besondere Chance für Frauen darstellt. Ich glaube, wenn es möglich wäre, zunehmend möglich wäre, dass Männer und Frauen der Ein- und Ausstieg in den Beruf, also Familienpause, mal die Frau, mal der Mann, Wiedereinstieg in den Beruf, wenn das erleichtert würde, glaube ich, dass sehr positiv wäre. Ich habe selber erlebt, wie es ist, wenn man Studium machen muss, alleinerziehend ist oder auch einen Job machen muss, alleinerziehend ist, so ist es einfach unglaublich, finde ich, anstrengend, wirklich konkurrenzfähig zu sein. Und auch in der Bewerbungssituation, wenn Mobilität gefragt ist, wenn Flexibilität gefragt ist, zu sagen, ich bin das alles, obwohl ich ja eigentlich auch für die Erziehung meines Sohnes zuständig bin. Das denke ich, das meinen Sie, dass das Frauen besonders helfen würde? Ja, das glaube ich schon, dass das Frauen besonders helfen. Und Sie denken auch an Teilzeitarbeit dabei? Ich glaube, dass Teilzeitarbeit immer noch besser ist als 10 Jahre beispielsweise aufgrund einer Familienpause nicht erwerbstätig gewesen zu sein, weil man dann nach derzeitiger Situation weg ist vom Arbeitsmarkt. Ja. Aber Sie wissen auch, dass Teilzeitarbeit oft eben die Frauen auch wieder degradiert, weil die Teilzeitplätze halt nicht die in der Hierarchie oben angesiedelt sind. Das müsste sich genau ändern, denke ich mal. Ja. Dass das also auch anders schwer, betrachtet vielleicht wird. Vielleicht schwer zu organisieren. Ja. Frau Justus, Sie hatten sich gemeldet. Bitte. Ja, ich bin mit viel von dem hier Gesagten einverstanden, aber keineswegs mit der massiven Arbeitszeitverkürzung. Ich glaube nicht, dass das ein Rezept ist, um Arbeitsplätze zu beschaffen.
Ich glaube, die Wirtschaft braucht nicht noch weitere Komplikationen in ihrer Arbeit, damit man die Wirtschaft noch unproduktiver macht. Im Gegenteil, man braucht Vorstellungskraft, damit die Wirtschaft besser, leistungsfähiger arbeitet. Ich glaube, die Probleme liegen ganz woanders. Nehmen wir nun mal zwei Themen, die Frankreich besonders betreffen. Das ist die Starrheit auf dem Arbeitsmarkt und dann die Schulung, die Ausbildung, wie die jungen Menschen an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Die beiden Themen, eines davon hat Frau Pialet wunderbar dargelegt, diese beiden Themen sind wahre Mammutklötze, die muss man angehen. Ich denke auch, dass wir den Jugendlichen sehr viel zu bieten haben und wir werden eine ganze Generation in die Verzweiflung treiben, wenn wir es nicht schaffen, uns endlich zu organisieren, wenn wir nicht endlich reagieren auf kommunaler Ebene, auf kollektiver Ebene, muss ja nicht unbedingt von oben kommen. Ja, eine große Mobilisierung aller Beteiligten auf lokaler Ebene. Denn es ist so, es gibt enorme Arbeitsplatzvorräte, wie Professor Hengsbach ja auch sagte, im Nachbarschaftsdienst, in sportlichen, kulturellen Betätigungen, im Bereich des Umweltschutzes und auch im humanitären Bereich. Wir haben ja gesehen, dass zahlreiche Jugendliche bereit wären, sich zu engagieren im humanitären Sektor. Ich denke, das sollten wir ein bisschen vertiefen. Denn der schlimmste Skandal heute würde doch darin bestehen, wenn wir diese ganzen Jugendlichen einfach fallen lassen würden, die sich ausgegrenzt fühlen, die sich ausgestoßen fühlen. Arbeitszeitverkürzung, weitere Arbeitszeitverkürzung? Also ich denke schon, dass wir die Arbeitszeit verkürzen müssen. Ich denke, dass wir das so langsam tun müssen, dass das in den bis die Betriebe sich darauf einstellen können. Was mir an diesem Statement nicht so gut gefällt, ist, dass hier steigende Produktivität wieder als Sachverhalt geschildert wird. Der Bundespräsident hat in seiner, Roman Herzog hat in seiner Antrittsrede gesagt, der deutsche Bundespräsident, und das hat mir ganz gut gefallen, dass die internationale Konkurrenz die eine Sache ist und dass der Mensch aber nicht durch die Maschine aus dem Wirtschaftsprozess verdrängt werden soll und dass man das nicht als Sachverhalt schildern und hinnehmen kann. Ich denke, dass die Betriebe auch die Verantwortung dafür haben, dass diese Prozesse sozialverträglich verlaufen. Und deswegen glaube ich, dass zum Beispiel auch, wie das in Deutschland organisiert ist, die Verantwortung für Weiterbildung vor allen Dingen nicht nur dem Staat zugeschoben werden darf. Die Betriebe müssen die Verantwortung für Weiterbildung bekommen. Die Betriebe haben ja auch die Möglichkeiten, sie haben die Technik. Und wenn jemand weitergebildet wird im Betrieb, dann kann er vielleicht auch den Arbeitsplatz behalten oder er kann umgesetzt werden, er wird flexibler, er kann öfter eingesetzt werden, er hat Doppelqualifikation. All diese Sachen müssen auch. Gerade zu diesem Punkt äußert sich unser zweiter Kommentator, Daniel Godewert, den wir auch eben schon gesehen haben und jetzt auch befragt haben, zu dem Punkt, was man denn nun sofort und auf lange Sicht tun könnte. Ich sehe zwei Bereiche, wo man intensiv etwas tun könnte. In der Flexibilisierung der Arbeit und der Arbeitsplätze und in der Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung. Es gibt viele andere Bereiche, die auch in anderen Gesprächen behandelt werden können, aber konzentriere ich mich auf diese zwei. Flexibilisierung der Arbeit bedeutet am Arbeitsplatz, und das ist sehr in Verbindung mit Ausbildung, dass man auch die Möglichkeit gibt, von einem Arbeitsplatz zum anderen zu gehen, in Teilarbeitszeiten, aber natürlich unter der Bedingung, dass der Arbeitnehmer auch bereit ist, die Teilausbildung anzubieten, dass einer nicht hin und her geschoben wird und dann landet, wo er überhaupt nicht weiß, mit der Arbeit anzufangen. Das ist eine echte Verantwortung für den Arbeitgeber. Erste Verantwortung, Ausbildung, Weiterbildung. Darf in keinem Fall zurückgeschoben werden auf den Staat. Das ist eine wichtige Sache für den Unternehmen selbst. Er muss auch wissen, in welche Richtung seine Produktion, seine Forschung hingeht. Und er muss sich irgendwie gesellschaftlich anders verhalten, dass er sagt, ich werde zum Beispiel in 2, 3 Jahren, also das kann ein Unternehmen machen, so und so viele Menschen leider nach Hause schicken. Ich reserviere, ich stelle zurück in meine Bilanz, in meinen Konten, so und so viel Geld, um diese Menschen für diese Umstellung in ihrem Leben vorzubereiten. Ausbildung, Hilfe und so weiter. Es ist eine Art, eine andere Art, ein Unternehmen zu führen, dem Unternehmer einen anderen Inhalt für seine gesellschaftliche Verantwortung zu geben, den nach meiner Auffassung dem zukünftigen Arbeitslosen helfen könnte.
Es gibt nichts Schlimmeres, als einem am Montag zu sagen, du bist am Freitag nicht mehr da, ohne Vorbereitung. Da kommen die schlimmsten Themen. Das kann man anders machen. Herr Payusson, man ist ja gewohnt, dass Unternehmer im Allgemeinen sagen, die Löhne sind zu hoch. Ne? Aber Herr Godewert hat ja eine ganze Menge anderes zu bieten und auch vielleicht ein bisschen Überraschendes aus dem Munde eines solchen Managers. Was ist Ihre Reaktion? Ja, ich bin völlig derselben Meinung. Darf ich all das, was er sagte, anbinden auf das, was wir aus Frankreich etwas besser kennen? Das Thema Flexibilität beispielsweise erinnert mich an ein Paradoxon. Das ist wirklich grausam. Die Schranken, die wir errichtet haben, um Arbeitsplätze abzuschaffen, um Menschen zu entlassen, um Plätze abzubauen, haben genau das Gegenteil vom Angestrebten erreicht, waren genau kontraproduktiv. Das heißt, schlussendlich hat das die Einstellung gebremst, denn man kann schwer entlassen, weil die Entlassung als solche sehr erschwert ist, also stellt man nicht ein. Wir sehen Tag aus Tag ein, die Länder, die eine flexiblere, liberalere Politik betreiben, stellen auch leichter wieder ein, wenn die Konjunktur sich besser entwickelt. Ein Satz ist mir besonders aufgefallen in dem Kommentar von Herrn Godewert. Wir brauchen eine andere Art, ein Unternehmen zu führen, sonst kommen die schlimmsten Themen. Gut, ich denke, dass Arbeitslossein zweierlei bedeutet für denjenigen, der betroffen ist. Zum einen wirtschaftlich hat er Schwierigkeiten zu überleben, er hat einen sehr niedrigen Lebensstandard, kann auch nicht am Verbrauch teilnehmen wie die anderen Menschen der Gesellschaft. Aber ich denke, dass Arbeitslosigkeit noch sehr viel tiefer geht. Er ist in seiner Menschenwürde betroffen, er fühlt sich unnütz und darunter leiden die Menschen am meisten. Ich denke, dass man das Phänomen der Arbeitslosigkeit nicht nur dadurch lösen kann, dass man Beihilfen zahlt und Subventionen. Natürlich ist das notwendig zum Überleben, aber Menschen brauchen auch Menschenwürde, müssen anerkannt werden, müssen sich nützlich fühlen. Und die Jugendlichen, die ich heute in den Vororten sehe und denen es so schlecht geht, darunter leiden sie am meisten. Wir müssen einen neuen Platz, eine Rolle für sie finden in der Gesellschaft, wo sie sich nützlich fühlen, die sie aufwertet und die ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie in der Gesellschaft eine Rolle zu spielen haben. Wenn sie das wirklich ganz tief empfinden, treten die anderen Probleme in den Hintergrund. Das ist so wichtig für sie. Wir haben mit ihnen gesprochen, wir haben auch von dem niedrigen Einstiegsgehalt gesprochen. Das war eigentlich nicht so sehr das Problem, sondern das Problem, dass sie eigentlich nicht geachtet werden, dass sie nicht respektiert werden, dass sie abgetan werden. Also ich finde, werden. Dass Sie ganz hervorragend ausgedrückt haben, was uns auch dazu getrieben hat, eine solche Sendung zu machen und einen ganzen Abend diesem Thema zu widmen. Liebe Zuschauer, wir haben auch mit unseren Mitteln herauszufinden versucht, wo welche Arbeitsplätze von morgen entstehen könnten. Ich habe meinem Kollegen Bruno Funk von meiner Heimat, dem Ruhrgebiet, erzählt. Bruno, der Tipp war offenbar nicht ganz so schlecht. Guten Abend, das war wirklich ein toller Tipp. Wir hatten den Eindruck, eine sehr spannende, wenn nicht sogar eine sehr aufregende Woche zu verbringen. Wir waren in einer Region voller Elan. Ich glaube, selten in meinem Leben habe ich eine Aufbruchstimmung so eng fassen können. Wir haben uns deshalb von ganz anderen Reportagemodellen, die wir hatten, getrennt, bewusst getrennt. Wir sind in diesem Pott, in diesem Revier geblieben. Ich habe dann die Reise nicht alleine gemacht, sondern habe zwei Studenten aus Essen gebeten, mit mir diese Station abzuklappern, voller Innovation, voller kreativer Köpfe, die wir gefunden haben. Die beiden Studenten wollten eigentlich wissen, welche Jobs sie denn in 3 Jahren finden, wenn sie selbst auf den Arbeitsmarkt kommen. Sie wollten vor allem wissen, ob man jetzt im Laufe des Studiums schon korrigieren, ergänzen, umpolen muss. Wir haben unsere Reportage dann ganz bewusst die Offensive genannt und die sehen Sie jetzt. Gut. Also ich verhehle nicht eine gewisse Skepsis, ob Sie nicht vielleicht ein bisschen zu optimistisch sind, aber wir werden ja sehen. Wir kommen dann danach hier noch einmal kurz darauf zurück. Bis dann.